So, hallo an alle zur nächsten Let's Play-Folge. Ich habe schon wieder so gelangweilt an, glaube ich, aber das liegt daran, dass ich jetzt gerade wieder mittags aufnehme und ich nur darauf warte, bis der nächste wieder reinplatzt durch die Tür und mich beim Aufnehmen stört. Ich müsste wirklich echt mal so eine Danger-Zone einrichten mit Bewegungssensor, sobald sich jemand nähert von meinem Zimmer, einfach mal, dass irgendwas da gerade in die Luft geht, was sonst so eine Sirene ertönt. Sparkhead-Aufnahme. Nicht betreten. Sonst Faust in Fresse, ey. Nein, das nicht. Warum tue ich jetzt Holz raus? Ich brauche jetzt hier, jede Menge, ne? So. Davon jede Menge und dann, davon jede Menge. 64 Torches fürs Erste. Und ebenso viele Repeater wie Pistons. Mindestens. Und dafür reicht das nicht mal. Ah, nochmal ein Stack. So, dann brauche ich Cleanstone. Haben wir zum Glück jede Menge hier. Und dann brauchen wir normales Redstone. Das haben wir ja. So, dann Repeater. Das ist so ein ressourcenfressendes Zeug. Wie lange man für das ganze Zeug meinen müsste. Zum Glück habe ich ja noch mit der... Entschuldigung. Mit der Fortune-Spitzhacke dann das Redstone-Erz abgebaut. Zum Glück. So, 64 Repeater, das reicht. Dann Redstone brauche ich eventuell noch einen kleinen Tacken mehr. Repeater brauche ich auch noch für eine Schleife. Stimmt ja. Und ich brauche noch Druckplatten, Pressure Plates. Und zwar genauso viele wie Repeater. Mindestens 64. Achso, so ging das, ne? 64 Pressure Plates brauche ich auch noch. So, Pressure Plates, Singens. Das reicht. Ich gucke gerade nochmal, ob das funktioniert mit der Einheit. Ja, jetzt kommt gerade... Ich habe keine Cobbles mehr dabei. Gibt's doch gar nicht. Normalerweise Cobbles zum Abwägen jetzt aber nicht mehr. So, so, so. Test, ne? Wenn das jetzt hier eine Ebene ist, dann geht das folgendermaßen. Muss man das ganze Zeug auswählen, überhaupt so. Da, nee, das wird zum Beispiel erstmal nicht. Aber Cobble brauche ich. Da. Druckplatte. Dingensen. Das da. Warte mal, wie habe ich das eigentlich gemacht? Ich glaube, so war das, ne? Bang und so. Genau. Und sobald sich dann jetzt hier ein Blaze drauf nähert, push nach vorne. Jetzt ist voll gut, wie man Dummies stundenlang beschäftigt. Einfach das da hier. Chill an dem Stellen, stell dich auf die Druckplatte. Hä? Oh. Hä? Oh. Hä? Oh. Ich gehe mal von der Seite. Hä? Oh. Nein, das machen wir nicht. Aber so geht das, ein Blaze, was draufsteppt, wird in die Mitte gepusht und wird trichterartig in einem Tunnel nach unten geschoben. Glas würde ich gerne noch ein bisschen mitnehmen. Das reicht zum Glück ganz gut. Ich nehme aber zwei Stacks mit. So, warte mal kurz. Stacks, Glas. Ja. Wir sterben ja eh nicht im Nether, weil wir Fire Resistance Tränke haben. Das heißt, völlig egal, was passiert, es sei denn... Ich bin vom Gas abgeschossen, aber wenn mir irgendwie Lava fallen, dann überleben wir es. Ja, die fängt uns einen Sturz auf. Und Redstone brauchen wir noch ein bisschen mehr, glaube ich, nebenbei. Also nicht für die Schaltung an sich so, aber dann mehr oder weniger. Ja, egal. Ihr seht's dann, wenn es soweit ist. Hier hätte ich auch noch wieder ein Sticky Pistons. Gut, 64er Stack. Passt alles perfekt. Dann tue ich das nochmal weg. Und dann... Ja, ich hätte nicht farmen brauchen hier. So, so. Da haben wir ja noch Schleimbälle. Das habe ich nicht gesehen. Tut mir leid. Das habe ich nicht gesehen. Habt ihr auch nicht gesehen, gell? Also ich habe nichts gesehen. Gut, dann die Rüstung sieht blöd aus. Und bevor ich in den Nether gehe, wird nochmal volle Eisenrüstung gemacht. Ich bräuchte eventuell einen Mülleimer oder so. Aber ich mache das mal ganz professionell. So. Habe ich eigentlich die Rüstung gehabt? Die Lederrüstung. Wo habe ich eigentlich hergekriegt? Habe ich mir die gemacht irgendwie aus Leder? Also aus einzelnen Lederschnitten? Oder hatte ich die noch? Ich glaube, ich hatte die noch übrig irgendwie. Kann das sein? Wir sind noch hier bonzig drauf und haben jede Menge Eisen. So, Hose. Und Helm plus Schuhe. 1, 2, 3. Plus Brustpanzer. Chestplate. Gut, so, dann können wir das hier, zack, 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 zack. Und dann hätten wir schon mal wieder eine Eisenrüstung. Ja, ich weiß, ich könnte mir die Rüstung machen. Mache ich aber erstmal nicht. Mache ich dann später, dann verzauber ich so. Und dann mache ich irgendwas ultramäßiges Ninja-Dingensen draus. So, und eine Sache wollte ich aber noch testen. Ich muss auch nochmal hier zeigen. Warte mal, hä? Moment mal.
Hatte ich nicht... Achso. Hä, warte mal ganz kurz. Lass mal kurz rechnen. Plus 50 sind doch... Ja, das sind 114. So, sorry, ich dachte gerade schon. Kann nicht sein. So viel, auf einmal sah so viel aus. War doch so wenig. So, und jetzt mache ich mal Folgendes. An dem Anvil. Das da rein. Und andere Schwertes holen. Halt gucken, was mit dem Reparieren jetzt geht. Dann das Sharpness Knockback plus Looting Schwert rein. Was war denn jetzt für Sharpness drauf? Hatte ich da Sharpness 4 sogar? Ja. Finde ich deutlich besser. Das da, bloß das da ist gleich. Auch too expensive. Das ist beides too expensive. Warum soll ich denn die austauschen jetzt? Hä? Geht doch so oder so nicht. Ja, klar. Verarschen oder was? Nein. Ich probiere es mal mit einem einzelnen Dia. Also ich werde es wahrscheinlich nicht machen, aber ich probiere es einfach mal. So. Aber nur so aus Scheiß mal kurz getestet. Das da plus das da. Ach, hiermit geht's oder was? Level 32. Dann nochmal Level 32, nochmal bis es voll ist. Aber ganz ehrlich, 3 Diamanten. Plus Level für... Obwohl, für ein einziges Schwert bräuchte man schon 2 Diamanten. Das ist die Frage. Aber ich glaube, um es ganz voll zu machen, braucht man 3. Oder 4 sogar. Siehste, egal, ich lasse es. Das Schwert wird als Deko-Verwahrung bleiben. Silk-Touch-Spitzhacke bräuchte ich noch eine. Das Schwert kommt raus, weil ich habe hier ein vernünftiges hier. Diamanten kommen auch wieder zurück. Ja, 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 so läuft das. So läuft das. Oder auch nicht. Da hört man einmal auf das, was die Leute sagen und dann geht, klappt's nicht. Egal. So. Das nehme ich mit zur Not. Das da hier, dann das da hier. Nahrung habe ich. Kopfzons brauche ich ein paar. Pfeile habe ich hier für Ghasts, wie auch immer. Plus Fackeln, Torches. Also nicht Torturis, sondern Torqueth. Torture ist nämlich Folter. Komm, das reicht. Das bräuchte dann Fackel Nether, sehe ich doch eh. Es brennt doch sowieso alles. Brennt eh alles. Brauche ich doch gar nichts. Dann, ja, halt jetzt noch die Tränke. Falls ich mal in die Lava fall. Reicht nicht ganz. Das ist schlecht. Das ist schlecht. Dann nehme ich halt noch so viel mit, wie ich tragen kann. Oder Studifali hier raus. Oder so, ja. Den einen Bogen würde ich gerne noch mitnehmen, weil der geht hier nämlich aus, deshalb Austausch am besten. Ja. Enderperle zur Sicherheit, dass man gehen muss. Für die letzte Rettung. Und den Potion of Fire Resistance auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Der Eimer Wasser ist zwar überflüssig, aber egal. Ansonsten hätte ich alles soweit, oder? Anti-Apokalypse Zombie-Sicherungspaket ist alles mit drin. Wir werden nicht sterben, nein. Dann könnten wir ja theoretisch losgehen. Oder? Das weg. Eine Spitzhacke gebe ich mir mal auf. Komm, wo tue ich sie mal rein? Bei die Werkzeuge am besten. Macht mehr Sinn. Weil dann habe ich nämlich mehr Platz im Inventar für Netherrack, was wahrscheinlich abbauen werde oder anderes Zeug. So, und jetzt, da können wir endlich losgehen. Wer es glaubt oder nicht, ich hoffe, ich bin für alles bereit. 1, 2, 3, 6, ja, passt schon. Passt schon, es ist Nacht. Ha, wusste ich's. Das war jetzt geraten. Ist immer Nacht, wenn ich rausgehe. So, aus Versehen. Ja, Festung wissen wir ja, wo die ist. Nahrung haben wir jede Menge dabei. Jetzt könnten wir theoretisch die Falle so... Größtenteils. Ich weiß nicht, brauche ich noch einen Stack-Koppel? Brauche ich noch einen? Ich glaube, ich brauche noch Koppels. So, ach komm, ich mache erstmal den Kopf drüber. Ich fange erstmal so an jetzt. Ich gehe jetzt nicht nochmal zurück. Nein, reicht schon. Ansonsten müssen wir mit Netherrack irgendwie gucken, dass wir vorwärts kommen. Ich befürchte nur, es wird zu wenig Cobblestone sein. Das Schaf sah gerade aus, als ich durchgelaufen bin, als wäre es ein bisschen länger als normales Schaf. Jetzt durchgehen. Ui. Nur voll auf Drogen, wenn du durchs Portal gehst, der alle verschwimmt. Und dann jetzt hier entlang die gefährlichsten aller Strecken durch den Nether.
Ja, ja, jetzt steht er hier. Kann sogar durchlaufen ohne Kollision. Das ist schon mal gut. So, lauf, lauf, lauf. Kein Gas? Nein, kein Gas. Zum Glück. Ich hoffe, ihr wisst noch, wo die Festung... Was ruckeln hier gerade so? Was ist da los? Kann doch wohl nicht wahr sein. Das ist aber echt... Wenn es jetzt ruckelt, ist komisch. Dann updatet gerade Avira oder sonst irgendwas. Das kann nämlich nicht sein. Ich habe auf Höchstleistung gestellt. Irgendwas stimmt hier nicht. Die FPS geht auch hoch und runter. Mal auf 40, mal auf 30. Da ist ein Gast. Die sind echt nicht zu kriegen. Ich verschwende nur meine Pfeile so auf die Art. Schon mal schlecht. Einfach ignorieren. Einfach ignorieren. Ja, dann schieße ich halt mit eigenen Waffen zurück. Oh, oder auch nicht. Jetzt treffe ich den, treffe ich den. Ah, warum gehst du runter? Na, ja, das kann jetzt ewig so weitergehen. Ach, komm, ich gebe es auf. Ich glaube, es sind übrigens noch mehr von den Viechern. Ich bräuchte was Zuverlässigeres als den Bogen. Früher waren die Bögen viel, viel besser, weil dann musste man die spannen. Hier ging sofort auf volle Power. Ach man, ey, das nervt aber. Ich treff den aber auch nicht. Der wechselt immer so kurz vorher die Richtung. Ich laufe einfach weg in der Hoffnung. Ich bin ihn los. Siehst du, hier. Oh, die Pfeile verschwendet schon. Okay, nur 4. Aber egal. So, dann geht's hier drüber. Darunter. Immer schön Markierungen der, aber ich würde es auch auswendig hinkriegen. Ohne Markierung. Dann sind wir schon da. In der Festung. Hier habe ich immer schön die Blazes gefarmt. Oder die Blaze Powders. Blaze Rods. Und jetzt machen wir halt ein Experience Falle draus, wo wir EP kriegen plus Blaze Rods. Das wird schon mal einiges heißen, oder? So, und den Blaze Spawner als allererstes entfernen wir mal. Ein Feuertrank geht erstmal rein. Das heißt, wir können jetzt nicht sterben durch. Ja. Cool, denkst du weg durch Blazes. Die würden uns keinen Schaden machen, glaube ich jedenfalls. Ja, ich wollte es erst testen. Und schieß mal kurz, bitte. Ja. Fire Resistance. Tja, ihr Noobs. Ah, schön. So, dann haben wir erstmal jede Menge Zeit. Wir haben, ach komm, eine 8 Minuten. 8, hier, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Boah, das reicht locker für über eine Stunde mit der Zeit hier. So, dann, ja, fang jetzt mal an, das Ding hier zuzubauen. Damit kein, ach so, Nahkampf. Oh, stimmt, Nahkampf ja noch. Oh, ja, ja. Nahkampf muss ich beachten, natürlich. Ich baue erstmal. Achso, die können mich hier runter pushen, gell? Na, das wäre schlecht. Einerseits Fackel, andererseits mit Stein alles zubauen. Ah, nicht nur Trank. Ausleuchten hilft da nicht viel, die spawnen trotzdem. Ich glaube, es ist die Nether-Spezialregelung. Hier entfernt man die Spawner oder entschärft man die Spawner anders. Und zwar 4 Blöcke in jede Richtung. So, nach hier drüben genauso. So. Dann nach hinten 4 Blöcke. Beziehungsweise wie das weitergeht, seht ihr in der nächsten Folge. Es ist leider schon wieder Zeit. Dann, tschüss.